Hey Freunde, heute ein Test der Vibor 3 Böller von PyroTrade. Wir haben ein sehr schönes Design. Wir haben 5 Böller pro Packung. Wir bezahlen ungefähr 3 Euro bis 4 Euro pro Packung. Wir haben 3 Gramm pro Böller drin. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. Preislich habe ich schon erwähnt. Und ja, dann gehen wir einfach mal raus zur Zündung. Bis gleich. So Freunde, jetzt die Zündung der Vibor 3. Rums hat sie gemacht. So. Ja. Na denn. Ich baue schnell auf, pack sie auf die Platte und dann geht's los. Obwohl, wir schmeißen sie jetzt mal. Das Einzige, was mich so an den Dingern nervt, die Zündschnur ist immer unter dem Papier. Kurze Lunte. Wo wollen wir den Vergleich machen? Irgendwie egal. Machen wir den? Ganz gut. Machen wir. Oh. So, Nummer 2. Oh, sind auch gut. Also empfehlen kann ich sie schon mal. Nummer 3. Wir haben nur eine Hand. So. Das sieht man jetzt gar nicht. So, Nummer 4. Sieht sehr gut, muss man sagen. Und der 5. aufs Brettchen. Also Freunde, ich kann es empfehlen. Also macht's gut, bis zum nächsten Video.